Cricket ist meine Droge, die mich am Laufen hält, sage ich mal. Als ich in Indien war, das war dann sozusagen mein kleiner Traum, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das hat leider nicht so geklappt, weil dann die Flucht dazwischen kam und dann musste ich dann meine Heimat verlassen. Brians Heimat ist Nordindien. Fluchtroute: Russland, Ukraine, Polen, Italien, Österreich. Ziel: München. 10 Monate insgesamt. 10.000 Euro Schlepperkosten. Das war 2007. Brian ist damals 16. Im Münchner Bahnhof, der Schlepper hat mich einfach sozusagen dann alleine gelassen. Der hat mir ein bisschen was Geld gegeben und meinte, dass ich was essen konnte. Und ich habe einfach auf ihn gewartet. Er kam nicht, so stundenlang. Brian bittet am Bahnhof ein paar Inder um Hilfe. Die raten ihm, Bayern zu verlassen. Hier sei ein Asylantrag besonders schwierig. Sie kaufen ihm eine Fahrkarte ins Bundesland Hessen. Das war dann sehr aufregend. Interessant, aber auch ein bisschen ängstlich, weil das war sozusagen dann auch das erste Mal, wo ich dann alleine war. Keine Begleitung bei mir und natürlich, ich hatte auch keine Papiere. In Indien war Brians Vater Spitzenpolitiker, sein Bruder Journalist. Sie äußerten Kritik an korrupten Provinzpolitikern in ihrer Heimatstadt und wurden ermordet. Während meiner Flucht, da habe ich sehr gerne ein Lied von Eminem gehört, Lose Yourself. Ich brauchte ja irgendwas, was mich motiviert und das war einfach, glaube ich, das Lied, weil sonst hatte ich ja keine Freunde und ja, und das Lied fordert jemanden heraus und das war dann immer so der Kampf innen, das ich dann geführt habe. Gießen. Die Behörde für Migration vermerkt: unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Brian erhält Hilfe beim Asylantrag. Er hat Anspruch auf Schulbildung und eine Unterkunft. Ich war 9 Monate lang auf einer Flucht. Da hat man überhaupt keine Sicherheit, was mit einem passieren kann. Ja. Als ich hier reingekommen bin, dann war ich erstmal so sozusagen erleichtert, weil ich wusste, okay, jetzt habe ich endlich mal ein Zuhause, wo ich jetzt sein kann, bleiben kann. Ich habe ein Dach auf dem Kopf und ich weiß, ich habe was zum Essen. Schriftlich bittet Brian die britischen Behörden um Asyl. Dort hat er Familie. Der Plan hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht nach England. Und dann war ich dann einfach hier in Deutschland. Und bei uns in Indien sagt man, dass wenn man in einem Spiel ist, ja, dann sollte man das Spiel mit großer Leidenschaft spielen und nicht aufgeben. Dann dachte ich, das ist vielleicht dieses Zeichen. Und dann habe ich dann einfach angefangen, die Sprache zu lernen oder mich für die Politik und für die Gesellschaft zu interessieren. Ich habe sehr gerne SpongeBob geguckt und ich habe immer neue Worte nachgeschlagen oder so. Immer wenn ich was Neues gehört habe, da habe ich immer aufgeschrieben. Genau wie SpongeBob. Ich bin bereit. Und dann bin ich immer nach unten gegangen. Und dann mein Betreuer wussten, dass schon das okay, der Brian hat was Neues und jetzt müssen wir ihm das erklären. Brian macht 3 Monate einen Sprachkurs. Dann Hauptschule, Realschule und Fachhochschulreife. Er schließt überdurchschnittlich gut ab. Sein Aufenthaltsstatus geduldet. Er kann jederzeit abgeschoben werden. Ich habe mich in diesem Zusammenhang motiviert, weil ich Schulbildung meine letzte Chance gesehen habe. Weil ich dachte, wenn ich gut in der Schule bin, dann kann ich nicht oder sollte ich nicht abgeschoben werden. Die Schule war schon auf jeden Fall ein neuer Anfang für mich. Da habe ich auch dann meine erste Freundin kennengelernt, meine erste Freunde und auch meine erste Partys. Irgendwann hatte ich auch das Gefühl, ja, dass ich jetzt auf einem normalen, auf dem Weg bin, ein normales Leben zu führen. 2010 bekommt Brian Post von den deutschen Behörden. Sein Asylantrag wird abgelehnt. Fast die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind unter 18. In Deutschland suchten vergangenes Jahr 2500 unbegleitete Minderjährige Asyl. Die meisten aus Afghanistan, Somalia und Syrien. Bei jedem zweiten wurde der Asylantrag abgelehnt. Brians Mitschüler und Lehrer starten eine Unterschriftenaktion gegen seine Abschiebung.
ich hatte nie das Gefühl, dass die Deutschen oder die deutsche Gesellschaft möchte mich nicht haben. Also ich habe nie daran bezweifelt. Ne? Also es ist einfach nur, dass die deutschen Behörden sind anders. Ja? Und die denken, wie das Gesetzbuch halt denen vorschreibt. Ja? Und die denken eigentlich gar nicht. Die müssen einfach das Buch nehmen und was in dem Buch steht, muss das auch implementiert werden. Brian sucht Hilfe bei der Flüchtlingsgruppe Jugendliche ohne Grenzen. Engagiert sich später sogar in ihrem Vorstand. Die Härtefallkommission entscheidet, er darf vorerst bleiben. 2012 bekommt Brian einen Ausbildungsplatz zum Bürokaufmann. Seine Abschiebung ist immer noch jederzeit möglich. Seinen Nachnamen will er daher nicht nennen. Ich bin optimistisch, ne? Wie gesagt. Also ich hoffe mal, dass ich bis dahin eine Niederlassungserlaubnis habe, eine richtige Arbeitsstelle habe und dass ich auch mein Leben dann endlich mal so genießen kann, wie ich mir gewünscht habe in den letzten Jahren.